Es passiert schneller, als man denkt. Man passt nicht auf beim Einsteigen und schlägt die Tür seines Fahrzeuges an ein anderes parkendes Auto. Es bleibt eine Delle oder ein Lackschaden. Wie verhält man sich jetzt richtig? Die Antwort gibt's jetzt im Video. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn euch Themen rund ums Verkehrsrecht interessieren, dann lasst gerne ein Abo für meinen Kanal da. Es ist eine sehr ärgerliche Situation und für den betroffenen Autohalter mit Sicherheit noch mehr. Aus diesem Grund steigen die meisten einfach ein und fahren weg. Doch dies stellt ganz klar eine Unfallflucht dar. Nach dem Strafgesetzbuch wird diese mit bis zu 3 Jahren Haft oder mit Geldstrafe geahndet. Jetzt denken viele, ein Zettel mit den eigenen Kontaktdaten schreiben schützt und ist der richtige Weg. Doch auch dies kann als Unfallflucht gelten. Zudem kommt noch, dass man dabei für einen größeren Schaden verantwortlich gemacht werden kann, als man eigentlich verursacht hat. Hat man zum Beispiel ein Auto erwischt, was bereits eine eingebeulte Tür hat, könnte der Besitzer sagen, dass man an diesem Schaden schuld sei und müsste die Reparatur dafür tragen, obwohl man selbst nur eine kleine Schramme an dessen Tür verursacht hat. Aus diesem Grunde ist es stets ratsam, Fotografien von dem Unfall und der Unfallsituation anzufertigen. Nur, wie verhält man sich jetzt richtig? In jedem Fall muss man Kontakt mit der Gegenpartei aufnehmen. Wie diese Kontaktaufnahme aussieht, kommt auf die Situation an. Ist das Ganze auf einem Supermarktparkplatz passiert, dann muss man warten, bis der Einkäufer oder Besucher zurückkommt oder man lässt diesen über die Kundeninformation unter Angabe von dessen Kennzeichen ausrufen. Ist dieser dann trotzdem nicht zu erreichen oder der Unfall hat sich beispielsweise in einem Parkhaus ereignet oder sonst wo in der Stadt, dann ist man zwar weiterhin dazu verpflichtet, für einen angemessenen Zeitraum zu warten, es stehen dann aber auch noch andere Möglichkeiten in Raum. Was eine angemessene Zeit ist, hat der Gesetzgeber leider nicht definiert. Man kann aber davon ausgehen, dass eine halbe Stunde ein angemessener Zeitraum noch ist. Ist dann trotzdem niemand auffindbar, besteht nun eine weitere Option, das Schreiben eines Zettels. Hä? Habe ich nicht gerade vor uns gesagt, dass das als Fahrerflucht gelten kann? Ja, das habe ich gesagt und so ist es auch noch immer. Zumindest, wenn man nur den Zettel schreibt. Ist kein Geschädigter kontaktierbar, dann muss man sich bei der nächsten Polizeistation melden. Das geht auch telefonisch oder online und den Unfall anzeigen und zwar zusätzlich zum Zettel. Erst danach kann man sich vom Unfallort entfernen. Fazit. So ärgerlich ein Schlag an die Tür auch sein mag, ist es kein Grund, einfach wegzufahren. Dies wird unter Umständen noch teurer werden als der Schaden am Auto selber. Ein Zettel alleine reicht in der Regel auch nicht aus, da auch dies als Unfallflucht noch gewertet werden kann. Im besten Fall kontaktiert man die Polizei, welche dann den Unfall aufnimmt. Als Unfall gilt im Übrigen nicht nur der Kontakt mit einem anderen Fahrzeug. Auch eine Kollision mit einer Leitplanke, mit einem Verkehrsschild oder mit einem Baum kann als Unfall gelten. Ist ein Unfall, wenn hierdurch ein Fremdschaden entstanden ist. Also auch dort gilt es, nicht einfach wegzufahren, sondern die Polizei zu rufen. Wenn euch der Beitrag gefallen hat und ihr mehr zu skurrilen Gesetzen wissen wollt, dann lasst gerne ein Abo für den Kanal da. Über ein Like von euch freue ich mich sehr. Mehr spannende Videos zum Thema Verkehrsrecht findet ihr hier. Bis zum nächsten Video dann. Bleibt freundlich und gesund. Tschüss. Bis dahin.